Hallo, herzlich willkommen hier zu einem neuen Let's Play auf diesem Kanal. Wir spielen ab sofort auch Minecraft. Und zwar Simply Survive, habe ich das Ganze genannt. Das bedeutet, dass wir ganz locker und lässig hier den Überlebensmodus spielen. Ohne Stress, ohne Hektik. Einfach ein bisschen buddeln und bauen, wie es mir gefällt. Und ja, ich hoffe, euch wird das auch gefallen. Ich habe keine Lust hier, mich irgendwie stressig durch die Gegend zu hetzen oder so, sondern einfach nur so ein bisschen schön vor sich hinbauen. Kleines Dörfchen. Also sagen wir mal, wir fangen mal an mit einem Häuschen und werden uns dann steigern. Wie auch immer. Als Startwert für den Weltgenerator nehme ich, weiß ich nicht, aber ich habe vorhin gesehen, wo ich das Spiel testweise gestartet habe, stand da in, als Tipp, der da immer so schräg über dem Minecraft-Logo steht, stand da, ich sollte mal 6x V benutzen. Keine Ahnung. Cheats machen wir mal aus. Bonustruhe, ich habe keinen Schimmer. Mache ich mal an. Ja, Standard, fertig, fertig. Was wollte ich sagen und nicht lügen? Genau, ich habe Minecraft schon ewig nicht mehr gespielt. Ich glaube, als es ganz neu rauskam und noch in der Alpha war, habe ich da schon mal die ein oder andere Nacht um die Ohren geschlagen und mich da kreativ ausgelassen und seitdem nicht mehr. Es ist also schon Jahre her und ich habe keine Ahnung mehr von dem Spiel. Das heißt, so simply wird das gar nicht, das Ganze hier zu überleben, schätze ich mal, ich weiß es nicht. Und ich muss mal erstmal wieder gucken, wie man was craftet. Ich habe mich natürlich nicht vorbereitet und stürze mich jetzt einfach mal hier in das Abenteuer. Wir generieren mal die Welt und hoffe, sie gefällt. Landschaft wird heruntergeladen. Ach ja, und ansonsten, wie ich hier gerade sehe, Optifine. Ich nutze die Version, die neue Version 1.88, meine ich. Das ist zurzeit die aktuelle. Und, oder es kann sein, dass jetzt die 1.89 rausgekommen ist, ich weiß es nicht. Jedenfalls habe ich hier keinerlei Mods installiert. Nur ein Texturenpack und Optifine. Texturenpack ist der Misa. Ich denke mal, der ist sehr bekannt. Den gab es damals schon. Also von daher, man greift ja auf Altbewährtes zurück. Das kann sich natürlich auch alles noch ändern. Das ist ein schickes Texturenpack in 64x64 Pixel, meine ich. So, wie kann ich denn eine Truhe öffnen? Ah ja, da fängt nämlich schon an. Was haben wir denn da drin? Dann kann ich hier Klamotten mir rausnehmen. Mhm. Und da war ich schon einmal aus dem Bildschirm. Eine Steinaxt und eine Holzpickaxe. Das ist ja schon mal eine Holzspitzhacke und eine Steinaxt. Ich glaube, das ist für den Anfang schon mal ganz gut. Da müssen wir ja nicht so mit den Händen durch die Gegend kräften. Ein Stock, keine Ahnung, wofür der war. Achso, da kann man sich ja... Ja. Hier kann man sich irgendwas basteln. Die Truhe baut sich schon mal schlecht ab. So geht es schon mal besser. Die Fackel nehme ich auch mit. Ach ja, die nimmt man alle automatisch auf. Sehr schön. Ich weiß gar nicht, wo ich hier gestartet bin. Jetzt muss ich auch noch essen. Gab es das in der Alpha überhaupt schon? Essen, um zu überleben? Ich weiß es nicht. Kann ich hier sowas? Kann man Pilze essen oder gibt es dann Ärger? Also ich meine, macht das Bauchschmerzen? Hier so ein Schäfchen. Gibt das Fleisch? Nein, es gibt nur Wolle. Doch, es gibt wohl Fleisch. Rohes Hammelfleisch. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, ob man das verzehrt. Wir werden es rausfinden. Zur Not. Also, zur Not. Im schlimmsten Fall bin ich dann direkt gestorben.
Und wir sind fertig mit dem Spiel. Nein, natürlich nicht, aber das kenne ich noch. Das ist Sandstein. Mhm. Keine Ahnung, was der hier macht. Naja, jedenfalls, ich suche mir erstmal ein schönes Plätzchen, wo wir uns häuslich niederlassen. Keine Ahnung, wo wir hier sind. Wir flitzen mal hier so durch die Welt. Sammeln dabei ein paar Pilzchen. Ich habe wirklich keine Ahnung mehr, wie das Spiel geht, aber naja. Da kommt man ja sicherlich wieder strichen. So nach 50 Folgen. Ja, die Musik im Hintergrund ist einfach mal so eine zusammengestellte Playlist. Guck mal hier. Was gibt es denn jetzt hier? Das ist ja interessant. Kriegt man hier irgendein Zeug, wenn man die Kohle einsammelt? Ich habe keinen Schimmer, was es ist. Ich schätze mal, das sind Erfahrungspunkte, Orbs oder was auch immer. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Ich glaube, ich werde hier noch öfters korrigiert werden. Was ist das? Ach, das ist eine Höhle. Ich dachte, das wäre jetzt irgendein schwarzer Stein. Gehe ich da rein? Eine leere Höhle. Was haben wir hier? Was ist das für ein Zeug? Granit. Und das? Kies. So, so. Ja. Muss ich alles nochmal lernen. Das ist toll. Also ich kann verstehen, wenn jetzt schon keinen Bock mehr hast zuzuschauen. Ja. Ich find's lustig, das Ganze hier nochmal neu zu machen. Oh, guck mal hier, ein paar schöne Blümchen. Ich weiß nicht, ob die uns irgendwas bringen. Porzellansternchen. Und Mohn, hey. Alles klar, wir gehen unter die Drogendealer. Bisschen Schlafmohn anbauen. Nein. Will ich nie tun. Aber vielleicht Ritte. Weizenkörner. Weizenkörner hört sich schon mal nicht schlecht an. Ist das ein... Ein Dorf? Ich sehe ein Dorf. Stimmt, sowas gibt es ja jetzt auch hier. Cool. Oh, die armen Tierchen. Ich will gar nicht, aber... Ich glaube, ich... Mein Essen, guck mal. Das ist schon... Und so ein dreckiges Schwein auch noch. Kann man auch irgendwie züchten. Oh Mann, das muss ich alles noch, glaube ich, lernen. Ich hau hier querfeld ein. Ich guck mal, was ich alles so rauskriege. Was davon ist denn jetzt der... Was davon ist das Korn? Ich würde mal sagen, das hier ist das Korn. Ne? Das ist ja... Oh, hat sich ein Schwein hinter der Kornblume versteckt. Tut mir echt leid jetzt um euch. Also zwei lasse ich mal über. Die müssen sich ja wieder vermehren. Sagte er und es war zu spät. Ist nur noch ein Schwein da. Nein, da hinten ist noch eins. Oder? Ach, da ist auch noch eins. Ach, da sind noch mehrere. Ja, dann kümmern wir mal drauf. So. Was? Wo ist denn meine? Ja, wo ist sie denn? Hä? So schnell geht die kaputt? Ist es dein Ernst? Rohes Schweinefleisch. Ich glaube, das esse ich mal lieber nicht, aber... Wie esse ich was? Wie isst man was? So nicht. Hallo? Kann ich das überhaupt essen? Okay.
Ja. Die Pilze kann ich gar nicht essen. Das ist ja schon mal interessant. Na super, wofür habe ich die dann gesammelt? Wir gehen mal zu dem Dorf und schauen... Was ist denn das? Ist das etwa ein Pferd? Ein Einhorn? Ein Zebra? Hallo? Hi! Aber kann ich mich hier irgendwie draufsetzen? Mit Schwein? Mit Fleisch bewerfen kann ich dich. Oh nein, jetzt ersäuft es auch noch. Das war doch gar nicht so geplant. Kommst du da von alleine wieder raus? Plötze. Ach guck. Was war das? Was war das? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, was die Geräusche hier bedeuten. Ha? Was seid ihr denn für Gestalten? Wie kann ich die anquatschen? Oh, so nicht. Bauer. Weizen gegen Smaragd. Ein Smaragd kann ich aber nicht essen. Oh. Smaragd gegen Brot? Ihr seid ja sehr gesprächig, Kollegen. Das ist ja... Oh, ich muss das mal... Hallo? Eierfell? Und du? Fleisch. Fleisch gegen Smaragd. 16 Fleisch, 1 Smaragd. Was soll ich mit dem Smaragd, Mann? Der ist sicherlich für irgendwas gut, aber... Wer hat sich denn da eingebaut? Was ist das denn hier? Ist aber sehr unpraktisch, ne? Kann ich mir nicht einfach eins von euren Häusern nehmen, sag mal? Boah, die haben sogar Bücherregal. Hallo? Bibliothekar. Guck mal, ich kann ihm die... Es tut mir... Nein, das soll ich echt nicht tun. Ich weiß nicht, warum mache ich das denn? Was hat der denn hier? Der hat mit... Ich klaue den hier einfach die Sachen. Also so war das ja eigentlich nicht geplant. Ne? Das ist... Aber wer rechnet denn damit, hier ein Dorf zu finden? Vor allen Dingen wird es jetzt Nacht. Hier gibt es sogar einen Ofen, oder was? Ach du. Heiliges Lieschen. Bücher. 21 Bücher. Das ist ja toll. Und ich dachte, ich würde die Bücherregale bekommen. Naja, ich habe jetzt eine Werkbank. Das ist ja schön. Und einen Ofen. Da kann ich mir... Da kann ich mir was machen? Guck mal an. Das ist schön. Mensch. Cool. Da habe ich noch einen Ofen. Oh, was? Cool. Ich glaube, ich verbringe die Nacht bei euch, weil ich weiß nicht, Alter. Euer Ernst? Das schmiert das Game einfach ab. Also irgendwie ist es noch nicht ganz so stabil, aber ich... Kriege hier einen Diamanten, Alter. Ich, Verdammt. Ich bin eine alte Liebsau. Ich muss leider... Es ist ja nicht gescheatet. Ich meine, es ist ja da. Ich baue ja nur die Ressourcen ab, die ich hier so finde, ne? Ja. Es tut mir leid.
Mo? Wo ist mein Fleisch? So wird man direkt bestraft. Das Spiel schmiert ab und das Fleisch ist weg. Das ist natürlich nicht so toll. Okay. Naja. Huch, was war denn da? Krasses. Ey, das sieht echt stark aus. Hat sich wirklich gemausert, das Spiel. Muss ich ganz ehrlich sagen. Hallo, gibt's bei euch auch irgendwas? Der Koch? Sag mal, hast du vielleicht Fleisch? Warum mache ich das hier eigentlich? Das wollte ich doch gar nicht. Es war ein Versehen. Ich wollte euch jetzt nicht die Einrichtung demolieren. Aber kann man so eine Tür mitnehmen? Tatsächlich. Wie kann ich denn so einen Ofen... Oh. Alter! Kann ich die irgendwie... Ich helfe den durchzuholen. Ach, guck mal. Hallo? Das ist wirklich clever. Nee, ich glaube. Alter, wo kommen die alle her? Ich muss. Alter, in der Not. Und das ist die Bezahlung. Ich habe zu viel The Witcher gespielt. Was jetzt irgendwie überhaupt nicht hierher passt. Also. Ich glaube, ich mache mir hier lieber die Türen wieder zu, sonst sind die gleich alle tot hier, die Leute. Das möchte ich natürlich auch nicht. Warum fehlt mir hier eigentlich was? War ich das etwa? Ich weiß es nicht. Ein recht großes Dorf. Wow. Ach nee, es ist überhaupt kein. Wo sind denn die Zombies? Sind das da drin Zombies, sag mal? Guck mal nicht hoch. Kommt man nicht drüber? Ey, sind das doch ein Zombie? Wie kann das nicht wieder drin? Warum sind das so viele? 5 Zombies? Ist das nicht dein Ernst, oder? Gottes Willen. Guck mal. Da ist ein Pfirsich. Ein Pfirsich. Ein Pumpkinhead. Hallo. Sieht zumindest so aus. Als hätte der einen Kürbis auf dem Kopf. Wo ist er denn hin? Oh. Hallo? Ah ja, hier kann ich mal was bauen. Was kann ich denn mal bauen? Wie ging das nochmal? Eisenbahn, was soll ich mit dem Eisen? Eine Schaufel. Und ein Schwert. Hallo, Schwert. Schwert ist natürlich nicht schlecht. Und wie ging noch mal? Eine Truhe? Ich brauche Holz. So war die Axt, ne?
Hallo? Das ist natürlich Blödsinn, was mache ich hier? Wie ging denn die Axt? War die nicht so? Ja doch. Aber ich wollte überhaupt keine Axt. Ich wollte eine Spitzhacke, verdammt.